Also wir haben in Physik in der 8. Klasse Folgendes überlegt. Kann man wirklich sagen, ein Joule ist ist die Geschossenergie einer Softair-Pistole? Ein Joule stand im Prospekt und wir haben folgenden Versuch gemacht. Wir haben eine Pappschachtel genommen, damit das Geschoss darin stecken bleibt, und haben diese Pappschachtel fein aufgehängt an einem Pendel, also einem Fadenpendel. Das hat auch wunderbar funktioniert, haben darunter ein Lineal aus der Schule gelegt und haben beobachtet, wie weit die Schachtel dann ausgelenkt wird. Und wir, gut, jetzt sieht man das hier nicht, ich habe das bloß modellhaft gemacht. Und wir haben beobachtet, 10, aber ganz genau 10 cm hat sich die Schachtel bewegt. Jetzt gab es allerdings ein paar Probleme. Und da werde ich dann im Einzelnen drauf eingehen. Das heißt, wir mussten verschiedene Dinge bestimmen. Das erste war das Geschoss selber. Das Geschoss sollte aus Marmor bestehen. Also ein Marmorgeschoss. Marmor ist ein Kalkstein. Und wir konnten allerdings erstmal nicht die Masse bestimmen, so ganz einfach. Also haben wir Folgendes gemacht. Wir haben nachgeschaut, die Dichte von Marmor, die haben wir mit 2,3 Gramm pro Kubikzentimeter angenommen. Und wir haben den Durchmesser des Geschosses gemessen, und das waren ganz genau 5 Millimeter. Dann haben wir uns gesagt, okay, dann kann man ja anhand des Durchmessers, kann man ja mit der Formel V ist gleich 4 Drittel Pi mal R hoch 3, kann man ausrechnen, indem man die Formel Rho ist gleich M durch V umstellt, kann man die Masse ausrechnen. Und wir kamen auf eine Masse von lediglich, das war das Erstaunliche, und ich gehe dann gleich nochmal drauf ein, von lediglich 0,15 und sogar ziemlich glatt 0 Gramm. Jetzt hatten wir ein Problem, das wollten wir gar nicht so recht glauben. Blöderweise ist unsere Präzisionswaage nicht zur Verfügung gewesen, die war in einem anderen Raum. Und wir hatten also dann nachzuprüfen, stimmt denn die Masse des Geschosses, die wir eben errechnet haben, mittels Dichte und Volumen. Und dazu, bevor ich jetzt hier dieses Video weiterlaufen lasse, ich werde auch Vermerke machen, gehe ich dann auf einzelne Kleinigkeiten ein, weil die sehr nutzvoll waren. Wir konnten also praktisch in der 8. Klasse alle möglichen Dinge nachprüfen, berechnen und so weiter. Ich halte dieses Video einstweilen an. Ich mache jetzt bloß noch ein bisschen Platz, damit wir hier entsprechende Marken unterbringen können und auf die verschiedenen Videos verweisen. Das erste Problem, ich schreibe aber schnell mal, ich mache in der Pause, schreibe ich das schnell mal hin, worum es geht. So, die Unterthemen sind dann, also wir haben kleine Massen mit einem einfachen Schullineal und mit Papier bestimmt. In diesem Fall hier, um diese kleine Masse zu bestätigen. Wir wollten es nicht glauben, dass so ein Geschoss wirklich nur 0,15 Gramm wiegt. Zweitens hatten wir überlegt, warum man das Hebelgesetz auch zur Massebestimmung kleiner Massen gebrauchen kann. Gebrauchen. Und jetzt kommt der Missbrauch, und zwar der Satz des Pythagoras, um Delta H zu bestimmen. Worum geht es? Es geht um die Höhe, wie sich die Pappschachtel letzten Endes nach oben bewegt hat. Ich zeige das nochmal. Es geht um diese Höhe hier, dieses Delta H, diese Höhendifferenz. Das heißt, die Schachtel wurde ja zwar an einem Pendel hängend, aber letzten Endes angehoben. Und wenn sie angehoben wurde, dann kann man darauf schließen, dass da irgendwie Arbeit verrichtet sein musste, um ihr in diesem Punkt hier oben, im Umkehrpunkt, potenzielle Energie zu verleihen. Das heißt, wir haben die kinetische Energie des Geschosses auf die Schachtel wirken lassen. Die Schachtel wurde bewegt und die Energie des Geschosses hat es geschafft, die Schachtel samt Geschoss, denn es steckte dann da drin, anzuheben. Wie haben wir aber die Masse der Schachtel bestimmt? Dazu haben wir auch wieder das Lineal missbraucht etwas. Wie haben wir letzten Endes die kleine, durchaus geringe Masse von 0,15 Gramm dargestellt und so weiter und so fort. Das waren alles unsere Probleme und darauf gehe ich jetzt in einzelnen Videos ein und mache jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss.